Kattys Kosmos. Hallo ihm. Ja, heute habe ich ein paar Sommer-Must-Haves im Bereich Beauty für euch. Beauty, Gesichtspflege, Körperpflege, so. Und zwar habe ich tatsächlich 9 Stück. Und ich möchte nicht sagen, dass ich damit jetzt alle aktuellen irgendwie Trends abdecke. Es sind ein paar Sachen dabei, die wirklich aktuell Trends sind. Es sind aber auch einfach Sachen, die für mich Sommer-Must-Haves sind, die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Und ich habe auch ein richtig, richtig geiles Gewinnspiel. Ich verrate schon jetzt mal so viel. Es gibt was richtig Tolles von Pixi zu gewinnen. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und bevor wir jetzt ins Video starten, in die neuen Summer Must-Haves, die ich euch zeigen möchte, wollte ich einmal noch kurz sagen, ich freue mich wie immer riesig, wenn ihr mir ein Abo dalassen möchtet. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Wenn ich irgendwie übrigens ein bisschen gaga wirke, bitte ich das zu verzeihen, weil ich nämlich jetzt gerade schon, ich glaube, das 4. oder 5. Video drehe. Ich habe ja in meiner Sommerankündigung gesehen, dass ich jetzt eben so ein bisschen vorgedreht habe für die Sommerzeit. Wenn ihr dieses Video seht, dann liege ich im Idealfall gerade irgendwo in Griechenland am Strand. Und dachte mir aber noch, bevor ich in Urlaub gefahren bin, dachte ich, ich muss euch unbedingt auch noch meine Sommer-Must-Haves zeigen, die einfach den Sommer noch ein bisschen verschönern. Übrigens kein Anspruch auf Vollständigkeit, ja? So, mit was starten wir denn? Ich habe die Sachen hier neben mir liegen. Das erste, was ich euch zeigen möchte, weil es einfach irgendwie so ein Ding ist, wo ich sage, das braucht man einfach für den Sommer stellvertretend, habe ich diesen hier ausgewählt. Und zwar geht es um einfach so erfrischende Feuchtigkeits-Gesicht-Wassersprays. Das hier ist der Hydration to Go Face and Body Spray Aloe Vera von LR Health and Beauty Aloe Vera. Ich habe euch aktuell, ich glaube, vielleicht könnt ihr da noch mitmachen, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe euch auf alle Fälle von LR neulich den Duft von Guido Maria Kretschmer vorgestellt. Und LR hat eben wirklich alles im Programm, von Gesichtskörperpflege bis Düfte bis dekorative Kosmetik. Und eine große Range, die sie auch haben, ist eben diese Aloe Vera Serie von denen. Und das hier ist jetzt so ein Face and Body Spray. Da ist 50% Aloe Vera Gel drin und Bio-Kokosnusswasser. Und das ist einfach so eine Erfrischung für Gesicht und Körper. Und ich habe den auch... Ach, es riecht einfach so lecker. Es riecht einfach so wie, ja, Pina Colada in a Bottle. So. Also es ist einfach herrlich, dieser Kokosnussduft, dieser leichte, der ist nicht zu intensiv. Und es ist so eine schöne Erfrischung. Und sowas habe ich einfach immer gerne im Sommer. Ja, das ist einfach schön, wenn man zwischendurch, wenn es echt einfach solche Temperaturen hat wie momentan, tut es sehr gut. Da gibt es ja auch Tausende von Vichy bis Balea bis keine Ahnung. Aber das ist, finde ich, auch ein schönes handliches Format. Das kann man sich auch mal in die Handtasche schmeißen. Also, kleines Sommer-Must-Have von mir. Von Vichy gibt es übrigens ja auch diese Wassersprays in der kleinen Flasche, nur falls ihr für unterwegs noch was braucht. Das nächste ist quasi 3 in 1, nämlich einmal dieses Täschchen. Ich habe vor kurzem von Avon ein paar nette Sachen, News zugeschickt bekommen und da sind gleich... in meinen Augen gleich 3 Summer-Must-Haves drin. Einmal ist natürlich dieses Täschchen an sich schon ein Must-Have, so ein kleines Sommer-Accessoire für unterwegs. Finde ich schon sehr, sehr süß. Aber es geht nicht um das Täschchen, es geht um das, was drin ist. Und starten wir mal mit einer Sache, die ich finde, die absolut einfach für mich richtig sommerlich ist. Und zwar ist das einfach ein schöner Nagellack. Zum Beispiel in so einem tollen Aprikotton. Der hat noch ein bisschen Schimmer jetzt dabei. Das ist der Nail Style Studio von Marc von Avon. Und das ist die Nuance Mystical Fairy. Und ich finde, also das ist so ein Sommer-Must-Have für mich. Einfach schöner Nagellack an den Fußnägeln. An den Händen mache ich es ja nicht, weil wie gesagt, mir schnitzt er immer davon. Aber an den Füßen, finde ich, ist es ein absolutes Must-Have. Und gerade diese Metallic-Töne sind gerade super angesagt. Natürlich finde ich auch ein klassisches Rot, finde ich wunderschön. Aber auch diese Metallic-Sachen sind super schön. Diese pastelligen. Neon ist auch super getrennt, gerade auf den Nägeln. Also ein schöner Nagellack wie der hier ist definitiv ein Sommer-Must-Have. Auch ein absolutes Must-Have in meinen Augen für den Sommer sind, stellvertretend zeige ich euch jetzt dieses Produkt von Marc, eben von Avon. Das sind jetzt hier so Flashlight FX, nennen die sich, und zwar Illuminating Drops. Da habe ich euch ja immer wieder auch welche vorgestellt, sei es jetzt welche von Isadora oder von L'Oreal, auch in meinem letzten L'Oreal Neuheiten Video. Das sind im Prinzip hier einfach so ein Pipettenspenderchen,
Glow Drops, die vielseitig einsetzbar sind. Eben einmal als Highlighter, ich werde euch den jetzt einmal auch swatchen, als Highlighter an den entsprechenden Highlighter stellen, aber natürlich auch am Körper kann das ganz schön aussehen. Die kann man sich auch wunderbar in die Feuchtigkeitscreme mischen für einfach so einen kleinen netten Glow-Effekt, ja. Oder auch ja, vielseitig einsetzbar. Also im Prinzip könnt ihr euch damit von Kopf bis Fuß beglittern. Im Sommer finde ich, ist das eine schöne Sache. Auch an den Beinen sieht es dann, wenn die dann so noch ein bisschen gerade mal die erste Bräune haben und noch ein bisschen käselig sind, dann kann man damit auch so ein bisschen schön Glow zaubern und ein bisschen von Unregelmäßigkeiten ablenken. Ne? So, das ist auch nicht schlecht. Kleiner Tipp noch. Also sowas, finde ich, gehört auch unbedingt zum Sommer dazu. Was aber diesen Sommer auf gar keinen Fall fehlen darf, und das ist jetzt hier das letzte aus dem Täschchen, auch nochmal von Marc. Und zwar ist es hier nochmal die Big and Magical Volume Mascara. Und jetzt, Mascara ist nicht das Must-Have. Jetzt passt nämlich auf, es geht nicht um die Mascara an sich, sondern um die Farbe. So, und jetzt passt auf, die ist draußen pink und jetzt innen wird es noch krasser. Bam, oder? Ich meine, das ist mal eine Ansage. Da habt ihr das Neon wieder, ein richtig schön krasses Türkis-Neon, so ein bisschen in die Richtung. Das ist übrigens die Nuance, dass ihr das auch wisst. Die Nuance heißt, genau, Oasis Teal. Und es ist wirklich einfach so ein wunderschönes Türkis. Und bunte Mascara, Leute, ist diesen Sommer wieder extrem Trend. Also wenn ihr da mit dem Gedanken gespielt habt, euch mal eine zuzulegen, dann macht es diese Saison, weil damit liegt ihr voll im Trend. Eine Sache, die für mich immer irgendwie Trend ist und wo ich einfach finde, das muss ich euch auch einfach mal zeigen, ich habe es auch heute auf den Lippen. Ich liebe ja im Sommer, ich trage ja im Sommer wenig Lippenstifte, sondern eher immer so ein bisschen glossy Geschichten. Und einer, der mich schon seit letztem Sommer begleitet, und das ist auch wirklich noch der vom letzten Sommer, er ist auch immer noch nicht leer, er darf auch dieses Mal wieder mit, ist von Isadora einer von diesen Twist-Up Gloss Sticks. Die Schrift verabschiedet sich langsam. Den habe ich seit über einem Jahr offen, hält aber noch wie am ersten Tag, sieht wie am ersten Tag aus, riecht nicht komisch, ist super. Und ich habe ungefähr noch ein Drittel. Den schraubt ihr hier so hoch, das ist wie diese Lip Butters oder Chubby Sticks, also so. Ne? Den werde ich auf alle Fälle jetzt noch mitnehmen und dann endlich auch mal was Dekoratives leer machen im Urlaub vielleicht. Und das ist die Nuance Coral Resort, heißt die. Kriegt ihr bei Douglas und ist wirklich einfach, ich finde, Korallentöne auf den Lippen ist für mich ein Sommer-Must-Have. Ja? Ich finde, im Sommer möchte ich keine Bärentöne, ab und zu mal vielleicht noch so ein Krachrot, aber für mich ist die Go-To-Farbe auf den Lippen im Sommer Koralle. Ich finde, das schmeichelt irgendwie, es gibt kaum einen Ton, den dieser Ton nicht schmeichelt. Das steht sowohl blond, braun, dunkel, egal welche Hautfarbe, Koralle, dieser Ton zumindest, steht eigentlich wirklich jedem. Ja. Deswegen für mich ein absolutes Sommer-Must-Have. Nächstes Sommer-Must-Have, und da finde ich, gibt es im Moment gerade richtig viele tolle Neuheiten. Das ist dieses Thema, ja, so getönte Feuchtigkeitscremes oder Primer mit ein bisschen ausgleichend, also alles, was so in die Kategorie BBCC-Cream fällt. Und man muss ja sagen, dass die modernen BBCC-Creams, ich habe euch da auch einige Infos schon immer mal gegeben in Videos, gerade zuletzt habe ich auch euch auch ein Video zur neuen BB-Cream von Medipharma Cosmetics gedreht. Was ich gerade so spannend an diesen ganzen BBCC-Creams, Primer, Teint, Korrigierern finde, ist, dass die so viel können inzwischen. Ja, die haben so viel drin und das sind einfach so tolle Zeitsparer. Und gerade im Sommer, wenn man sich eben nicht tausend verschiedene Schichten ins Gesicht klatschen will, dann sind diese, das sind einfach Lifesaver, ja. Und ich zeige euch exemplarisch jetzt hier den Love Aura Glow Primer und hier von Medipharma Cosmetics ist hier Hyaluron Nude Perfection Fluid getönt. Hautton anpassend und beides könnt ihr pur tragen, vielleicht einfach noch ein bisschen Concealer und fertig. Und dann habt ihr einfach ein schönes, feines Hautbild, ohne wirklich viel rumzutun, ohne Make-up verwenden zu müssen etc. Ja? Und das finde ich richtig geil. Also BB-Creams, CC-Creams mit Glow und ein bisschen Sonnenschutz, ja, gibt es im Moment viele, finde ich absolutes Sommer-Must-Haves. Das gehört wirklich in jeden Sommerurlaub mit dazu. Ja, was noch? Auch so ein kleines Summer-Must-Have
was ich auch wirklich sehr, sehr schön finde. Und ja, das sind so, das ist jetzt hier von Mary Kay als Stellvertreter. Das ist auch relativ neu jetzt auf dem Markt. Das nennt sich hier Mint Bliss und das ist eine Energizing Lotion für Füße und Beine. Und das gibt es ja auch von ganz vielen Marken und ich zeige euch die einmal hier. Und das finde ich, also für mich zumindest, die so ein bisschen, ich habe so ein bisschen mit, ja, Wasser in den Beinen ist zu viel gesagt, aber ich habe so ein bisschen die Tendenz zu, ein bisschen schwaches Bindegewebe und habe so ein bisschen die Tendenz zu Besenreißern etc. Und gerade da in so heißen, an so heißen Sommertagen bin ich immer sehr dankbar für solcherlei Produkte, die dann einfach so ein bisschen kühlenden Effekt auf die Waden haben und einfach so ein bisschen, ja, Erleichterung verschaffen. Und da gibt es ja auch, das gibt ja auch Sprays dazu etc. Hier möchte ich euch eben einmal stellvertretend hier von Mary Kay dieses schöne Produkt vorstellen. Es duftet ganz herrlich, Mint Bliss und ist tatsächlich Bliss pur. Also großer Favorit auch wieder. Must have. Dann noch ein Must-Have, da möchte ich euch auch stellvertretend wieder eins von meiner Lieblingsmarke The Body Shop zeigen. Da geht es mir so ein bisschen drum, ja, was ist das Must-Have? Das Sommer-Must-Have ist einfach frische, spritzige Körperpflege. Also Körperpflege, die einfach gute Laune macht und nach Sommer duftet. Und wenn man vielleicht gerade noch nicht im Sommerurlaub ist, dann trotzdem so einen schönen, frischen, belebenden Duft sich ins Bad stellt, einmal die Dusche und die passende Creme dazu. Das ist für mich auch so ein Sommer-Must-Have, weil das macht einmal vom Duft gute Laune, das macht von der Farbe gute Laune. Also sowas finde ich einfach, ja, brauche ich im Sommer. So richtig belebend und erfrischend. Und das ist jetzt hier die neue Duftrichtung Ginger. Und da gibt es jetzt auch eben diese Body-Joghurts, sind ja auch noch relativ, gibt es jetzt schon eine Weile, sind aber noch relativ neu von Body Shop und die haben auch so eine tolle Konsistenz. Im Sommer finde ich das auch herrlich, so leicht gelig, aber trotzdem eine Creme und och, die Sachen sind echt super, super, super schön. Und ja, also so eine erfrischende, belebende Körperpflege, Duschgeschichte in Kombination finde ich in den Sommermonaten einfach wirklich sehr, sehr schön. Last but not least kommen wir jetzt zu unserem coolen Pixie-Goodie, was ich an euch verlosen darf und was wirklich auch eines meiner absoluten Highlights für den Sommer ist. Und zwar, ich habe sie euch vor kurzem vorgestellt in meinem Pixie-Video Sommerneuheiten. Das sind Detoxify, die Puffing Eye Patches. Da ist Koffein und Gurke mit drin und die stehen jetzt quasi stellvertretend für alle sozusagen Augenpatches. Die sind ganz neu auf dem Markt, sind jetzt, gehören zu den Sommerneuheiten bei Pixie. Ich habe sie bis jetzt einmal, ich habe es extra noch für euch hier auch, damit ich euch die Schachtel eben nochmal zeigen kann. Ich habe die jetzt eben ein, zwei Mal ausprobiert abends, jetzt wo es so diese krasse Hitzewelle hatte und ich bin völlig begeistert. Also die sind super, die Dinger. Und es ist einfach so einen belebenden Effekt und erfrischenden Effekt auf die Augenpartie. Und ich habe ja auch eben wirklich immer mit den Augenringen zu kämpfen und so ein bisschen geschwollen. Und die sind einfach spitze. Also die kann ich euch sehr ans Herz legen. Und ich kann sie euch nicht nur ans Herz legen, sondern ich darf sie auch einmal an euch verlosen. Also einer von euch hat die Chance, diese tollen, eins meiner absoluten Summer-Must-Haves zu gewinnen. Diese Detoxify Eye Patches von Pixie. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr wie immer bei mir unten in der Box. Ich zeige euch einfach mal kurz, wie die Packung aussieht. So sehen die aus. Am besten packt ihr euch die noch in die, den Kühlschrank. So sehen die also auch innen raus. Und dann nehmt ihr die einfach quasi mit dem mitgelieferten Spatel. Und da sind 30 Paar drin, was echt richtig cool ist. Hatte ich euch auch schon in meinem Video erzählt, wo ich sie euch zum ersten Mal vorgestellt habe. Und ich kann sie euch wirklich sehr ans Herz legen. Wie gesagt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, schaut unten in die Box. Da erfahrt ihr alles Weitere. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Macht auch bei allen anderen aktuellen Gewinnspielen gerne noch mit. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine schöne Sommerzeit. Bis ganz bald hier auf Kadis Kosmos. Tschüss!